Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Tipps und Tricks von Going Medieval. Es gab einen kleinen Patch, einen Hotfix, auf Version 0531.13. Da wurden etliche Fehler behoben, die wollte ich euch mal kurz zeigen. Das Ganze hier auf Englisch, das Original von Steam. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, das auf Deutsch zu übersetzen. Ich habe das Ganze mit Hilfe des Google-Übersetzers übersetzt und versucht, in verständliches Deutsch umzuformulieren. Falls da noch irgendwelche Fehler drin sind, bitte ich das zu entschuldigen. Beim Lesen werde ich das sicherlich merken und das erklären. Fangen wir mal ganz oben an. Erstmal die Einleitung. Grüße Spieler, der neue Hotfix 053113 ist jetzt auf allen Plattformen live. Bitte speichere deinen Fortschritt und starte deinen Spielklienten neu, um ihn zu aktualisieren. Sie sollten normal laden und weiterspielen können. Wenn Sie Probleme haben, teilen Sie uns dies bitte mit. Und jetzt geht es zu den wichtigen Sachen, zu den Hotfixes. Mehrere seltene Stadtabsturzereignisse wurden behoben. Produktionsgebäude sind nicht mehr durch Wände auswählbar. Da hatten wir ja öfter mal Probleme mit in unseren Let's Plays. Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass sich genesene Siedler über die ganze Karte teleportierten. Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass Siedler Verwalterjobs verrichteten, selbst wenn diese Jobs deaktiviert waren. Verwalterjobs sind Hausmeistertätigkeit mit gemeint. Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass Feinde aus dem Angriffsraid Dritte Wiederkunft auch auftauchten und untätig blieben, obwohl es einen klaren Weg zur Siedlung gibt. Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass sich verbotene Symbole aufheben verboten, ist damit gemeint, mit einigen Objekten und Ressourcenstapeln überlappen. Das Problem wurde behoben, das dazu führte, dass die Zerlegungsinformationen für eine Ressource verschwanden, wenn das Objekt, in dem sie gespeichert wurde, dekonstruiert wurde. Ich hoffe, das ist verständlich. Damit ist gemeint, wenn irgendwas zerlegt werden sollte und das wurde irgendwo gelagert und man hat das Lager demontiert, also abgerissen, dann wurde ebenfalls die Zerlegungsinformation quasi gelöscht. Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass das Verhalten von Siedlern korrumpierte, wenn sie durch das Hitzewellenereignis bewusstlos wurden. Die priorisierenden Wunden hätten keine Funktion. Sie verloren HP durch Verhungern, da sie nicht erholen oder aufwachten. Es sei denn, sie wurden eingezogen und wieder freigegeben und ihre Laufanimation wurde mehrmals beschädigt und sie würden als untätig gezeichnet und für einige Sekunden in einer Position stehen bleiben. Seltsames Zeug, zum Glück jetzt gelöst, haben sie drunter geschrieben. Sprich, durch Hitzewellenereignis bewusstlos, die Wunden, die man hätte behandeln müssen, hatten keinerlei Funktion, sondern sie verloren die Lebenspunkte durch Verhungern, weil sie sich nicht erholt haben und auch nicht aufgewacht sind. Es sei denn, man hat sie halt eingezogen für den Kampf und wieder freigegeben. Und die Laufanimation wurde beschädigt. Und sie wurden als untätig gekennzeichnet und für einige Sekunden auf einer Position bleiben, also sich nicht bewegen würden. Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass einige der Raider untätig wurden, wenn mehr als 10 durch das Ereignis gespawnt wurden. Das ist mir bisher noch nicht aufgefallen, aber gut, dass behoben wurde, wenn es so einen Fehler gab. Ein Fehler wurde behoben, durch den Siedler flohen, auch wenn die Feinde, Räuberwölfe, nicht in Sichtweite waren. Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass das Auswahlfeld trotz der Eingabe des Spielers auf dem Bildschirm blieb. Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass der Umzugsprozess der Gegenstände beschädigt wurde, wenn der Spieler die Qualität der Gegenstände änderte, die das Lagerobjekt akzeptierte. Dies würde dazu führen, dass die Gegenstände in dem Lagergegenständen nicht beweglich waren, bis der Lagergegenstand zerlegt wurde. Das heißt so viel wie der Umzugsprozess der Gegenstände wurde beschädigt, also der Gegenstände wurden nicht mehr umgelagert. Wenn der Spieler, also wenn ihr
das Lagerobjekt eingestellt habt, was da denn gelagert werden dürfte. Dies würde dazu führen, dass Gegenstände in den Lagerständen nicht beweglich waren. Das heißt, dann wurden die Sachen nicht mehr, konnten nicht mehr umgelagert werden, bis der Gegenstand, Lagergegenstand zerlegt wurde, also zum Beispiel der Waffenständer. Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass das Heraldik-Design schwarz korrupt erschien. Da habt ihr ja oben rechts die Heraldik. Da gab es wohl einen optischen Fehler. Das ist mir so auch noch nie aufgefallen, muss ich zugeben. Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass Siedler Ressourcen aus dem Vorrat zu Herstellungszwecken ignorierte. Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass Gegenstände, die in Rüstungsregalen oder normalen Regalen gelagert wurden, sichtbar blieben, wenn die Ebene sofort gesenkt wurde, nachdem die Siedler sie auf die Lagerstrukturen gelegt hatten. Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass dekonstruierte Zinnen einen begehbaren Pfad hinterließen, wenn diese Zinnen über dem Boden erstellt wurden. Dies würde zu unsichtbaren Pfaden führen. Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass Raider Siedler ignorierten, die während des Raid-Angriffs auf dem hölzernen Heubett über dem Boden schliefen, also höher als die Bodenebene, sondern zum Beispiel im ersten Stock. Es wurde ein Fehler behoben, bei dem beim Laden eines älteren Spielstandes und beim Einschlafen und Aufwachen der Siedler ihr Verhalten abbrach, was normalerweise dazu führte, dass sie an einem Ort festsaßen. Da haben sie noch drunter geschrieben, wir sprechen bald mit euch über einige der Funktionen, an denen wir arbeiten. Vielen Dank, Foxy Voxel. Das heißt, falls ihr einen der Fehler jemals hattet, sollte dieser Fehler jetzt behoben sein. Und falls ihr dadurch vielleicht ein Spiel nicht fortsetzen konntet, weil das alles nicht mehr richtig funktioniert hat, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um nochmal den Spielstand zu laden und schauen, ob es jetzt funktioniert. Wenn nicht, könnt ihr euch natürlich gerne bei Foxy Voxel melden. Das haben sie auch extra beigeschrieben. Wenn ihr Probleme habt, dann einfach melden. Wie gesagt, der Patch auf Version 053113. Ich habe zum vorherigen Patch auch ein kleines Video gemacht, wo das neue Lagersystem eingeführt wurde. Das verlinke ich euch mal oben rechts in der Infokarte. Ich werde euch weiterhin auf dem Laufenden halten, was neue Updates und Hotfixes angeht. Schaut euch auch gerne meine Tipps und Tricks Playlist an. Die verlinke ich euch auch oben in der Infokarte. Und schaut auch gerne in meinen Let's Plays vorbei. Wir sind momentan bei Staffel 2, das wird aber noch nicht die letzte Staffel gewesen sein, kann ich euch versprechen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, tschüss.